Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, ihr kennt mich ja schon von den anderen Workouts. Wir machen heute ein bisschen was Besonderes für den Bauch. Also Special Workout, gerade Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur. Wir starten erstmal ganz entspannt mit dem Warm-up. Auf geht's, Kopfkreisen von der einen Schulter zur anderen. Schultern kreisen. Und Becken. Richtung Wechsel. Und wir gehen über zu den Knien. Und in die andere Richtung. Handgelenke ausweiten zum Beat. Cut. Sehr schön. Wir laufen locker auf der Stelle. Sonst ein bisschen warm. Und wir hüpfen am Platz. Vor und zurück. Vor. Arme mitnehmen. Und lockern, sehr gut. Wir gehen einmal alle zusammen in den Squat. Für die Beine machen wir heute auch ein klein bisschen was. Achtet drauf, Knie in Verlängerung zu den Fußspitzen. Rücken ist gerade. Auf, tief, auf, tief. Auf, tief, auf, tief. Und wir halten unten. Komm, setzen die Hände auf, laufen nach vorne in die Plank. Von hier, immer darauf achten, Schulter über Handgelenk und kreisen. Sehr schön. Richtung wechseln. Achtung, von hier setzen wir unseren rechten Fuß auf, zur Seite. Das andere Bein geht in der Mitte durch und ihr kommt in den L-Sit. Nochmal zurück, das ist der Übergang, den wir heute am meisten brauchen. Ihr setzt linke Hand auf, rechtes Bein, zurück in die Plank. Noch einmal in den L-Seat, rechtes Bein aufsetzen, Kick durch in den L-Seat. Wunderbar. Von hier ziehen wir einmal die Beine ran, lockern die Handgelenke. Und zurück. Und kreisen. Achtung, nochmal unseren Übergang. Rechtes Bein zurück, links Plank. Von der Plank kommen wir zurück in den Squat. Rücken ist gerade. Wir bleiben unten und starten mit dem Kickball Squat. Das ist sozusagen unsere Aufwärmübung für heute. Rechtes Bein kickt, Kick, absetzen, Squat. Kick, absetzen, Squat. Und Squat. Bisschen schneller. Kick und tief. Kick und tief. Wer möchte, Arme mitnehmen. Und vor, zurück, tief. Vor, zurück, tief. Einmal noch. Und wir halten. Von hier kommen wir zu unserer ersten Übung. Chorbereich. Ganz wichtig, nehmt das Becken schön mit. Salsa Love. Damit ihr die seitliche Bauchmuskulatur aktiviert. Rechtes Bein geht zur Seite, kommt hoch, drunter, zurück, drunter, zurück, drunter. Sehr gut. Noch einmal in die Ausgangsposition. Achtet immer drauf, dass ihr hier genau 90 Grad habt. Die Knie sind genau unter der Hüfte, Schulter über Handgelenk. Noch einmal. Wir starten. Rechtes Bein, Step. Step, 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 sehr schön. Step, step. Und wir halten. Unser Übergang nach vorne. Rechtes Bein, links durch, in den L-Seat.
Von hier starten wir die nächste Übung. Side-to-Side-Crunches. Wir ziehen die Füße ran. Kicken zur rechten Seite. Immer zwei Zählzeiten. Kick, Center. Kick, Center. Kick, Center. Kick, Center. Kick, Center. Kick, Center. Wenn das zu schwer ist, nimmt nur ein Bein gestreckt. Sehr gut. Oh, kick. Wenn das zu leicht ist, Füße in der Luft. Kick, Mitte. Kick, Mitte. Kick und Center. Lockern. Spannt euch kurz. Wir machen nochmal den Übergang zurück. Rechtes Bein aufsetzen. Links, rechts, hoch. In den Quad. Rücken gerade aufrichten. Wunderbar. Von hier starten wir auch direkt mit der ersten Übung, Kickball Squat. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Core-Bereich, aber das ist unsere Übung nochmal, um richtig warm zu werden, damit wir gleich unten am Boden Vollgas geben können für den Bauch. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ausgangsposition ist der Squat. Wir starten vom Squat, rechtes Bein kickt zur Seite, absetzen und Squat. Das gleiche zur anderen Seite hier geht. Kick und Squat. Kick und Squat. Wir nehmen erstmal die ganz langsame Variante, mit der ihr keinen Stress habt. Wie gesagt, die ist jetzt echt nur zum Warmwerden und Lockerwerden, okay? Alle zusammen nochmal in den Squat. Wir starten. Kick, Arme vor, zurück, Squat. Spannung, Kick und Squat. Sehr schön. Wir gehen den Kickball ein bisschen schneller. Den Squat halten wir immer länger, damit ihr euch wieder konzentrieren könnt, zurückzukommen, okay? Alle zusammen. Wir gehen tief in den Squat. Lockert nochmal die Handgelenke. Achtet drauf, Knie nicht zu weit über die Zehenspitzen. Tief durchatmen. Wir starten. Rechtes Bein zur linken Seite. 5, 6, 7. Und kick, 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 squat, top, kick, 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 kick. Gleich geschafft, komm. Oh. Oh. Letztes Mal. Wir kommen nach vorne. Geht auf die Unterarme. Schon mal den Core-Bereich ein bisschen vorbelasten. Entspannt weiteratmen. Spannung aufbauen. Wir kommen langsam zurück. In den Squat. Intervall 2. 5, 6, 7. Kick, Squat, Kick, Squat, Kick, Kick, On, Kick, Cut, Kick, Kick. Gleich geschafft, durchhalten. On. Zweimal noch, letztes Mal. Und lockern. Bisschen in Bewegung bleiben. Wir haben noch ein Intervall vor uns. Dann ist unser Warm-up geschafft. Kurz die Beine lockern. Ich hoffe, ihr seid schon alle warm. Letztes Intervall. Squat. 5, 6, 7. Off. Kick. 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 Squat. Durch. Off. Unsere einzige Beinübung für heute. Oh. Cut. Oh. Durchhalten. Zweimal noch. Letztes Mal. Und locker. Okay, Leute. Jetzt geht's an den Bauch. Wir starten mit dem Side-to-Side-Lock. Danach die Side-to-Side-Crunches. Und dann kombinieren wir beide Übungen direkt miteinander, okay? Aktive Pausen werden wir so hardcore nehmen. Core-Bereich die ganze Zeit unter Spannung. Und bei den Side-to-Side-Crunches nehmen wir den unteren Bauch nochmal speziell auseinander, okay?
Zur Erklärung nochmal, Squat. Ihr kommt nach vorne, Schulter über Handgelenk, Knie genau unter der Hüfte. Rechtes Bein startet hier oben, geht runter, dreht das Becken schön mit. Wechsel, Step. Wechsel, Step. Wechsel, Step. Wir gehen hier nur halbes Tempo die ganze Zeit. Wenn ihr möchtet, versucht ihr irgendwann ein Arm, okay? Kommt nochmal zurück. Einmal die Handgelenke lockern, in Bewegung kommen, wir kommen nach vorne. Rechtes Bein. Oh, Step, Step. Becken mitdrehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Durchhalten. Komm. Step, Step. Achtet auf eure Schultern. Durchhalten. Und wir halten die Plank und gehen auf die Unterarme. Hardcore für unseren Core-Bereich heute. Durchatmen. Wir kommen zurück nach oben. Knie unter die Hüfte. Intervall 2. Und Step. 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 Wer möchte? Ein Arm zur Schulter. Zieht. Step. 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 Durchhalten. Gleich geschafft. Break. Wir kommen wieder runter auf die Unterarme. Durchatmen. Ein letztes Intervall noch, Leute. Haltet durch. Wir kommen zurück nach oben. Knie unter die Hüfte. Rechts. Und Step. 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 Becken mitnehmen. Komm. Durchhalten, gleich geschafft. Letztes Mal und Break. Wir bleiben in der Plank, rechtes Bein geht vor. Step, Kick durch in den L-Seat. Wunderbar. Puh. So, dritte Übung schon und danach kombinieren wir nur noch. Side to Side. Crunches. Ausgangsposition haben wir hier in der Mitte. Wir kicken zur rechten Seite zwei Zählzeiten. Kick oder ein Bein. Kommt zurück. Center. Das gleiche zur anderen Seite. Kick. Center. Ihr versucht immer schön straight die Beine zu strecken, den Oberkörper leicht abzulegen. Center. Center. Ihr habt die Wahl, ob ihr die Hand aufsetzt oder den Ellbogen, okay? Kurz die Beine ein bisschen lockern. Nochmal durchatmen. Aktive Pausen. Jedes Mal wieder frei. Ihr werdet mich hassen dafür. Wir machen nochmal unteren Bauch direkt im Anschluss, okay? Wem das zu viel ist, der relaxt sich einfach nur kurz, okay? Aber die, die sich heute richtig die Kante geben wollen, ziehen mit durch. Knie rein. Center, wir starten. Rechte Seite. Halbes Tempo. Und Kick, Center. Kick, Center. Kick, Center. Cut. Kick, Center. Kick. Sehr gut. Cut. Zieh. Mitte. Kick. Mitte. Kick. Mitte. Kick. Mitte. Kick. Mitte, letztes Mal. Und wir gehen zurück auf die Unterarme. Beine hoch. Atmen dabei. Durchhalten. Ich weiß, es ist anstrengend. Und wir setzen ab. Kommen langsam nach vorne. Zweites Intervall. Gleiche Variation. Komm. Kick. Mitte.
Kick, Mitte, Kick, Mitte, und Kick, Mitte, Kick, Mitte, und Kick, durchziehen, komm, zieh, Kick, und Kick, und Kick, letztes Mal, wir kommen nochmal zurück, auf die Unterarme, beide Knie ran, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Letztes ist dabei, ohne Zwischenschritt in der Mitte. Top. Kick, 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 kick. Zieh, zieh, zieh. Durchhalten. Gleich geschafft. Nicht aufgeben. Letztes Mal. Und break. Lockert eure Beine. Das war jetzt hardcore anstrengend, Leute. Nochmal den Übergang für euch. Ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt direkt den Übergang immer vom L-Sit in die Plank, von der Plank in den L-Sit. Nochmal zur Erklärung. Geht zur Seite, rechtes Bein absetzen. Von hier kommt das andere Bein in der Mitte durch. Ihr richtet euch direkt aus für den Salsa-Lauf. Step, 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 step. Mit dieser Übung starten wir. Dann kommt der Übergang. Rechts raus, Kick durch, L-Sit. Wir machen die Variation mit dem Center in der Mitte. Für die da zu Hause, die richtig hardcore gehen wollen, nehmen Variation ohne Pause in der Mitte, geht direkt 1, 2, 3, 4, okay? Alle anderen Kick, Mitte, Kick, Mitte. Übergang zurück, rechts, in der Mitte durch, Salsa Lauf. Kommt kurz hoch, lockert eure Beine. Finale für heute, alle durchziehen. Wir kommen nach vorne, Salsa Lauf. Und step, step, step. Becken mitnehmen. Zieh, 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 zieh. Und Achtung, rechts raus, Übergang. Side to side crunches. Kick, center, kick, center, kick, center, zieh, kick, Mitte, kick, Mitte, kick, Übergang, rechts, Salsa Lauf, Knie unter der Hüfte, step, 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 probier doch mal, ein Arm, zur Schulter, zieh, einmal noch, Übergang, raus, kick du durch, side to side crunches, und durchhalten. Kick, Mitte, Kick, Mitte, Kick, Mitte, Kick, Mitte, Übergang, Achtung, rechts, Salsa Lauf, Step, 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 zieh, nicht aufgeben, durchhalten. Achtung, Übergang, rechts, side to side crunches, kick, Mitte, kick, Mitte, kick, Mitte, und kick, center, kick, Übergang, rechts, side to left, top, step, 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 durchziehen. Habt es gleich geschafft. Durchhalten. Achtung, Übergang nach vorne. Noch einmal side to side crunches. Kick, Mitte, Kick, Mitte, Kick, Mitte. Durchziehen, komm. Ha. Center,
Langer Gang. Rechts. Seite. Lock. Step. 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 Langsam in den Squat kommen. Rücken gerade und hoch. Okay, Leute. Nur noch Stretching. Entspannt euch. Wir strecken uns erstmal nach oben. Arme strecken, tief in die Brust einatmen und ausatmen. Wenn ihr möchtet, schließt die Augen, lasst euch nur von meiner Stimme anleiten. Wir gehen leicht zur Seite, atmet tief in die Seite ein. Kommt zurück zur Mitte, noch einmal lang machen in der Mitte. Und stretch zur anderen Seite. Zurück zur Mitte. Lass die Arme fallen. Wir kommen. Ausfallschritt nach vorne. Ferse zieht Richtung Boden. Becken ist parallel nach vorne. Blick geradeaus. Wir gehen hinten auf die Zehenspitzen, gehen ein Stück tiefer. Achtet darauf, dass ihr nicht ausweicht im Becken. Und mal strecken. Wir wechseln das Bein. Anderes Bein ist jetzt vorne. Ferse zieht wieder Richtung Boden, Becken parallel. Durch die Nase ein, Mund aus. Und auf die Zehenspitzen. Wir gehen wieder ein Stück tiefer. Becken bleibt parallel. Und strecken. Wir kommen zusammen. Ein Arm über die Brust. Schulter tief. Und wir wechseln die Seite. Anderen Arm über die Brust. Schulter tief ziehen. Und lösen. Kopf zur Seite legen. Andere Arm zieht Richtung Boden. Und wir wechseln die Seite. Zurück zur Mitte, Kinn auf die Brust. Und wir rollen langsam Wirbel für Wirbel ab. Lass die Arme fallen, Schultern locker, Kopf locker. Und wir beugen die Beine, Deep Squat. Rücken aufrecht. Wir greifen unsere Fersen und strecken langsam die Beine. Und wir gehen noch einmal tief. Beine beugen. Und ein letztes Mal. Beine strecken. Und wir rollen Wirbel für Wirbel langsam auf.
Okay, Leute, das war's. Ihr habt's geschafft. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch ein schönes Wochenende. Ciao. 5, 6, 7, 8.